Moskau. Irgendwo von hier wird eine russische Internetseite betrieben, die berüchtigt ist für Bildergalerien mit sehr jungen Mädchen. Ständig werden neue Bilder hochgeladen. Gesammelt von Männern, die sexuelle Fantasien mit Kindern haben. Mittendrin Bilder eines Mädchens, das angeblich 11 Jahre alt ist und aus der Schweiz kommt. Dutzende Fotos wie diese. Nur von ihr. Dazu Kommentare wie, sie ist wunderschön, würde gern Spaß mit ihr in echt haben und gut für meine Privatsammlung. Ob die Eltern des Kindes wissen, dass ihre privaten Fotos von wildfremden Männern kopiert und dann auf so eine Seite gestellt werden? Mainz. Hier ist das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und Ländern für den Jugendschutz im Internet. Ganze 4 Mitarbeiter sichten Millionen Fotos, die im Internet auf Seiten wie der aus Russland auftauchen. Sie versuchen festzustellen, wo die dazugehörigen Server stehen, um die Plattformbetreiber zum Löschen der Beiträge aufzufordern. Fälle wie den des 11-jährigen Mädchens haben sie hier täglich vor sich. Bei unseren Recherchen konnten wir feststellen, dass die Bilder tatsächlich aus der Schweiz stammen und über einen Instagram-Account zur Verfügung gestellt wurden. Das heißt, ein fremder Täter hat sich die Bilder von dem privaten Instagram-Account einfach kopiert und dann auf der russischen Seite hochgeladen. Davon bekommen weder das Kind noch seine Eltern etwas mit. Wer seine Privatsphäre-Einstellungen nicht beachtet, macht es den Tätern leicht. Frei zugängliche Accounts wie der von dem 11-jährigen Mädchen werden so zum Selbstbedienungsladen. Wir haben den Kontext des Nutzers überprüft und haben festgestellt, dass er über 138 Alben bei diesem Bilderhaus zur Verfügung stellt mit Zehntausenden von Bildern. Und er scheint ein explizites Interesse zu haben an 6 bis 11 Jahre alten Mädchen und hat Bilder weltweit gesammelt und die innerhalb dieses Albums zur Verfügung gestellt. Zehntausende Bilder von nur einem Nutzer. Rechtlich betrachtet fallen solche Aufnahmen oft in einen Graubereich. Klar ist, meistens stammen sie von privaten Social-Media-Accounts, sind also geklaut. Aber werden die Kinder auch sexualisiert dargestellt? Das müssen die Jugendschützer bewerten, für jedes einzelne Bild. Also hier sind jetzt überwiegend eher grenzwertige Inhalte, würde ich sagen. Also wenn man jetzt beispielsweise Mädchen sieht, wie beispielsweise hier, also eine Pose ist es auf jeden Fall. Ne? Sie müssen beurteilen, ob Posen eine sexuelle Animation darstellen, ob Genitalien fokussiert werden oder ob Kommentare einen sexualisierten Kontext herstellen. Über eine Hotline kann jeder verdächtige Fälle melden. Wir haben hier ein Profil, was wir über die Hotline gemeldet bekommen haben, bei Tumblr, soziales Netzwerk zum Austausch von Bildern oder Bilderblogs sozusagen. Man sieht hier, dass es ganz unterschiedliche Kinder sind, die dort abgebildet sind. Also scheinen das nicht die Kinder des Users zu sein, die er dort postet, sondern tatsächlich Bilder, die er im Netz zusammengesucht hat. Lauter Jungs im Alter von ca. 9 bis 12 Jahren. Wie die das wohl finden? Damit haben sie natürlich selbst nicht gerechnet. Ich denke auch, dass die Angehörigen nicht damit gerechnet haben. Die Jugendschützer machen es sich zur Aufgabe, vor diesem wenig bekannten Graubereich zu warnen und dagegen vorzugehen. Die Polizei schafft das kaum, weil sie mit der sogenannten harten Kinderpornografie schon genug zu tun hat. Das Leben mit dem Smartphone verschärft das Problem. Fast jeder Teenager besitzt eines. Das Posten von Bildern gehört automatisch dazu. Das ist eben sehr, sehr schwierig, das den Menschen bewusst zu machen, welche Gefahr sie sozusagen eingehen, indem sie Alltagsbilder oder Bilder vom Strand sozusagen ins Internet einstellen. Wir können nur immer sagen, die sexualisierte Zweckentfremdung von Alltagsdarstellungen im Internet ist an der Tagesordnung.
Und jeder, der ein Bild irgendwo einstellt, sollte vorher reflektieren und sich Gedanken machen, was letztendlich mit dem Bild passieren kann. Nicht selten sind es die Eltern selbst, die Fotos ihrer Kinder posten, sagen die Experten. Egal ob Facebook oder Instagram, Tumblr oder Flickr. Privatsphäre-Einstellungen werden oft ignoriert, weil es ja gerade darum geht, möglichst viele Follower zu haben. Und dann landen die Aufnahmen auf den Seiten mutmaßlicher Girl- und Boy-Lover. So nennen sich Menschen, die auf kleine Mädchen oder Jungen stehen. Das ist eine unglaubliche Naivität, die Eltern da zum Teil haben. Und wenn man sie dann konfrontiert und sagt, na ja, es ist ja okay, oder auf dem Bild ist tatsächlich nicht viel mehr zu sehen als deine Tochter im Bikini, aber möchtest du, dass dieses Bild ab nächster Woche über dem Bett eines Mannes hängt, der jeden Abend Selbstbefriedigung macht, wenn er sich dieses Bild anguckt? Regensburg. Hier hat Janina Neutze an der Universität im Rahmen einer Studie die sexualisierte Gewalt in den digitalen Medien untersucht. Dabei kam heraus, dass in Deutschland etwa 730.000 Erwachsene sexuelle Online-Kontakte zu Kindern haben. Die Psychologin bereitet mit Kolleginnen einen Fachvortrag vor. Darin auch Erkenntnisse aus der Tätertherapie. Die berichteten ganz offen, dass sie in fremden Social-Media-Accounts wildern. Und die Motivation dahinter ist das Bedürfnis, sich sexuell zu befriedigen in einem vermeintlich legalen Rahmen, weil die Bilder und Abbildungen nicht eindeutig als Missbrauchsabbildungen zu identifizieren sind. Ja, und die Männer bei uns in den Projekten sagen, aber das ist doch okay. Die Bilder kann ich doch gucken, weil die sind formal legal. Die Regensburger Wissenschaftlerinnen unterscheiden verschiedene Typen, die im Internet auf Kinderbildersuche gehen. Es gibt wirklich welche, die häufig auch beschreiben in der Therapie, dass sie fast eine persönliche Bindung empfinden zu einem Jungen, einem Mädchen. Ich habe welche kennengelernt, die sich die dann einzelne Bilder rahmen und aufs Klavier stellen. Ja, und von im virtuellen Partner sprechen oder so. Und dann gäbe es die zwanghaften Sammler. Ständig auf der Suche nach neuen Bildern. Die haben zum Teil auch technische Geräte, die so im Sinne wie Staubsauger funktionieren. Die werden nachts angeschaltet, da muss man gar nicht selber am Computer sein. Und die ziehen ganz, ganz viele Bilder über Nacht, also enorme Terabyte oder Gigabyte Summen runter. Und dann werden die am nächsten Tag durchgeguckt und gesagt, habe ich schon, habe ich noch nicht. Kommt in den Ordner, kommt in den Ordner und so weiter. Sie kennen aber auch Täter, die versuchen, Kinder direkt anzusprechen, um Fotos von ihnen zu verlangen. Wie es ist, wenn ein Teenager plötzlich eine zweifelhafte Anfrage bekommt, zeigt ein Fall aus Hamburg. Passiert ist das der Tochter von Melanie Landwehr. Die heute 15-jährige Johanna möchte nicht gezeigt werden. Deshalb erzählt ihre Mutter die Geschichte, die sich vor gut einem Jahr zugetragen hat. Da war ihre Tochter 14 Jahre alt. Johanna hat bei Instagram eine Anfrage bekommen von dem Vater einer Mitschülerin. Und die Anfrage lautete Send Nudes, also schick Nacktbilder. Ja, das ist ja so das Szenario, was man sich immer so ausmalt, was man überhaupt nicht möchte eigentlich. Der Vater, der die Freundin seiner Tochter belästigt haben soll, ist Markus Linde. Der wusste von alledem nichts. Ein Fremder hatte sich seine Identität geklaut, um über Instagram junge Mädchen anzusprechen. Das war eine Mischung aus Schock, aus Hilflosigkeit auch, aus Wut. Muss ich ganz ehrlich sagen, den will ich kriegen. Der Fremde hatte sich Fotos des echten Markus Linde aus dessen Social-Media-Accounts kopiert, seinen Namen benutzt und dann Nacktbilder gefordert. Von mindestens zwei Mitschülerinnen der Tochter. Ob es noch mehr Betroffene gibt, ist unklar. Der Vater sieht, wie skrupellos Täter online agieren. Da kommt das dann doch wie eine sehr kalte Dusche, dass du siehst, dass deine Kinder
ja, verwundbar sind, ansprechbar sind. Also das ist im Grunde ist das ja das digitale Gegenstück zu dem Mann mit den Süßigkeiten auf dem Schulweg. Er hat mehrfach versucht, den unbekannten Täter bei Instagram zu melden. Doch das Unternehmen reagierte nicht. Erst als er bei der Polizei Anzeige erstattet hat, wurde der Fake-Account bei Instagram gelöscht. Der Online-Dienst erklärt dazu, dass man den Einzelfall nicht kommentiere. Auch Melanie Landwehr sagt, dass sie der Vorfall sehr aufgewühlt hat. Für ihre Tochter Johanna war es offenbar keine große Sache. Sie hat es ihrer Mutter erst viel später erzählt. Sie hat recherchiert, ob dieser Absender tatsächlich der Vater der Mitschülerin ist und hat herausgefunden, dass es eben nicht der Vater ist, weil er einen anderen Account hat. Und daraufhin hat sie geantwortet, hast du nichts Besseres zu tun, als unter anderen Namen Leuten Nachrichten zu schicken, such dir ein anderes Hobby und lass mich in Ruhe. Bei ihr und ihrer Tochter ist alles gut gegangen. Doch es gibt genügend Fälle, wo Kinder riskante Selfies verschicken. Und daran sind auch die Eltern schuld. Es sind ja nicht wir Eltern, die den Kindern die Benutzung des Internets beibringen, sondern wenn überhaupt, dann glaube ich in der Regel andersrum. In der Regel haben die Kinder, die Digital Natives, da einen viel unbefangeneren Umgang mit dem Medium. Und zwar unbefangen auch, was jegliche Form von Gefahren angeht. Doch wo im Netz die Gefahren lauern, das ist auch Vätern und Müttern oft nicht bewusst. Von daher sind dann teilweise Eltern nicht die Richtigen, die einen da aufklären können, weil die eigentlich gar keine Ahnung haben. In der Schule ist das ähnlich. Die Lehrer haben auch größtenteils keine Ahnung. Wie löst man dieses Problem? Berlin-Lichtenberg an einer katholischen Grundschule. Während die Kinder schon nach Hause gehen können, bleiben einige Lehrer länger. Hier findet an diesem Tag eine Fortbildung statt. Es geht um sexualisierte Gewalt in den digitalen Medien. Darüber klärt die Lehrer eine Expertin auf, die Psychologin Julia von Weiler. Das Smartphone ist tatsächlich für Täter und Täterinnen das ultimative Tatmittel. Mit dem Smartphone bin ich immer bei dir. Egal, wo du bist, egal, was du machst, ich bin auch da. Und zwar ganz nah dran. Ist das nicht großartig? Du willst dich ein bisschen entfernen, ich schicke dir eine kleine Nachricht. Und für die Kinder, die das Smartphone auch noch auf ihrem Nachttisch liegen haben, weil sie es als Wecker benutzen, bin ich sogar immer auch nachts in deiner Nähe. Das nutzen Täter und Täterinnen natürlich vollständig zu ihrem Vorteil aus. Julia von Weiler sagt, dass es eigentlich Aufgabe der Eltern ist, ihre Kinder zu schützen. Dazu gehört, dass Jungs und Mädchen in ihrem Online-Verhalten auch Grenzen gesetzt werden. Doch die Lehrer hier erleben es ganz anders. Die Eltern sagen ganz offen, bevor sie mit ihren Kindern diskutieren, warum sie ihm keinen WhatsApp-Zugang geben. Und dann geht die Leier los. Ich möchte auch und meine Freunde sind dabei. Und bevor ich halt anfange, in die Konfrontation zu gehen, erlaube ich das. Und wir hatten schon Fälle, wo es dann natürlich Schwierigkeiten gab, weil Beschimpfungen und so weiter innerhalb dieser Gruppen dann vonstatten ging. Und dann kommen die Eltern und sagen, das müssen wir in der Schule klären. So bleibt die Medienerziehung oft an den Lehrern hängen. Doch die sind meistens genauso überfordert von der virtuellen Welt wie die Eltern. Deshalb veranstaltet der katholische Träger dieser Schule die Fortbildung. Wir leben, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, im Zeitalter des digitalen Exhibitionismus. Das heißt, wenn ich dabei sein will, muss ich auf WhatsApp sein oder bei Instagram sein oder. Kein WhatsApp, keine. Das Leben in dieser Parallelwelt hat Folgen für ihre Schüler. Und sie werden bewertet die ganze Zeit. Es gibt den Like, es gibt den Dislike, es gibt aufmunternde Kommentare, es gibt grauenvolle Kommentare. Es gab eine große Untersuchung in Großbritannien, in der 40% der Jugendlichen zwischen 12 und 19 gesagt haben, ich fühle mich wie ein Nichts, wenn ich auf ein Selfie keine Reaktion bekomme. Oranienburg, an der Fachhochschule der Polizei. Hier erforscht ein Cyberkriminologe, welche Folgen der digitale Narzissmus hat. Also das ständige Buhlen um Likes und Kommentare. Also das ist zum Beispiel Musical.ly.
Und also das läuft halt so, da macht man halt so Karaoke-Videos. Okay. Ja, oder irgendwelche anderen Videos dazu zu entsprechenden Liedern, kommen halt nicht nur Männer und Frauen raus, sondern du hast da auch eindeutig jüngere Kinder. 12-jährige Mädchen, die sich singend im Bikini zeigen. Als Cyberkriminologe untersucht Thomas Gabriel Rüdiger Kriminalitätsformen im Internet. Der Wissenschaftler zeigt hier einem Social-Media-Mitarbeiter der Polizeifachhochschule, wie Täter die bei Kindern beliebten Apps nutzen. In dem Fall ein 12-jähriges Mädchen filmt sich selbst. Ja. Bei der Karaoke, ne? Und hofft auf. Auf also Likes. Warum macht sie das? Hofft ihr auf Bestätigung, auf Likes? Oder? Es geht darum, dass man sehen kann, wenn du dich zeigst im Netz, kannst du Formen von Anerkennung und so bekommen. Musical.ly ist eigentlich so eine Verkörperung dieses Prinzips jetzt. Du machst ein Video von dir und dafür kriegst du deine Anerkennung. Je freizügiger der Auftritt, desto mehr Likes gibt es. Insbesondere Kinder und Jugendliche ahnten oftmals nicht, dass sie mit ihren Videos häufig wildfremde Männer animieren. Und dann folgen Leute explizit solchen Accounts. Ne? Und dort kannst du zwar auch über Direktnachrichten Kontakt aufnehmen, ne? Aber tatsächlich gehe ich davon aus, dass hier eher die Szene ist, die sich diese Bilder schnappen. Mittlerweile heißt die App TikTok. Was bleibt? Auch hier könnten sich Wildfremde die Videos der Kinder kopieren und missbrauchen. Das Ausprobieren und Grenzen ausloten in der Pubertät hat es schon immer gegeben. Aber die Konsequenzen im App-Zeitalter können ganz andere sein. Ja, also auch eine eigene sexuelle Attraktivität auszutesten. Ne? Wie gut komme ich an, wie viele Likes kriege ich? Und steigen meine Likes, wenn ich mehr Fleisch zeige und einfach eine tolle Figur habe und so weiter? Oder mich auch sexualisiert in Szene setze? Klar, und gleichzeitig das Gefühl, mir kann aber nichts passieren. Also das irrige Gefühl, mir kann ja nichts passieren. Zurück bei den Jugendschützern in Mainz. Zurück beim Fall des 11-jährigen Mädchens aus der Schweiz, deren Bilder auf der berüchtigten Seite in Russland gelandet sind. Wir haben Kontakt aufgenommen zu ihrer Mutter. Sie möchte nicht vor die Kamera, aber sie bestätigt, dass ihre Tochter schon mehrfach fragwürdige Follower auf Instagram hatte, die eindeutig sexualisierte Kommentare abgaben. Auch auf der russischen Seite gehen manche User einen Schritt weiter. Und dann wird es gefährlich, insbesondere dann, wenn Nutzer sozusagen den Bogen spannen und andere fragen, wie komme ich an weitere Bilder, können Sie mir Bilder mit HD-Auflösung zuschicken und wo konkret in der Schweiz wohnt denn dieses Mädchen? Das ist dann der Zeitpunkt, wo bei uns die Alarmglocken auch klingen. So geil die Aufnahme, wo in der Schweiz lebt die Kleine? Durch die Kommentare unter den Bildern wird es oft richtig heikel, sagen die Jugendschützer. Für Eltern dürfte schon die Tatsache erschreckend sein, dass Kinderfotos auf solchen Seiten überhaupt auftauchen. Aber was die Nutzer dann dazu schreiben? Das ist vom Text her schon fast strafrechtlich relevant. Er spricht von der Kinderscheide, seinem großen Penis. Also da ist man wirklich in einem strafrechtlich relevanten Rahmen schon. Hier, ich würde gerne Ihre kleine Mundfotze ficken und dann darin abspritzen. Das ist unter aller Sau. Kinderpornografie in Textform, sagen sie. Solche Fälle geben sie weiter an die Polizei. Sofern der Inhalt in dem Land, wo der Server steht, auch strafbar ist. Das ist nicht überall der Fall. Und so verbreiten sich die Bilder weiter. Man sieht zum Beispiel auch hier, wie oft diese Bilder aufgerufen werden. Beispielsweise das Bild dieses Kindes wurde 124.000 Mal aufgerufen. Und das ist eine Form, Bilder zu verbreiten und vor allem mit Gleichgesinnten auch auszutauschen und zu teilen. Suche, biete, seitenlang. Es gibt Verweise zu der Hardcore-Szene. Also Nutzer stellen tatsächlich auch Pfade zu anderen Inhalten ein, die einen dann direkt zu sexuellen Missbrauchsinhalten führen. Was also diese Kombination zwischen Alltagsdarstellung, sexualisierten Posendarstellung bis hin zu strafrechtlich relevanten sexuellen Missbrauchsdarstellungen herstellt und beweist, dass also die Szene sozusagen breit aufgestellt ist. Zurück an der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg. Es gibt eine Studie, die sagt in den USA, dass 92% aller unter 2-jährigen Kinder in irgendeiner Form schon in den sozialen Medien zu finden sind. Ne?
Thomas Gabriel Rüdiger unterrichtet junge Polizeikommissaranwärter. Es geht auch um die Sicherheit für Kinder im Internet und das Sicherheitsgefühl der Täter. Diese finden im Internet, so sagt er, einen nahezu rechtsfreien Raum, auch weil es kaum Strafverfolgung gibt. Im Straßenverkehr, wissen Sie, ist eigentlich die Sichtbarkeit der Polizei, die diese Regeln mit durchsetzt, durch die Sichtbarkeit. Sie kennen das vielleicht selber, wenn jemand ein Handy am Steuer hat, also Sie haben das vielleicht schon mal gesehen, und auf einmal geht die schlagartig runter. Können Sie sicher sein, irgendwo ist ein Streifenwagen oder ein Streifenpolizist. Wann haben Sie das letzte Mal eine sichtbare Polizeistreife im Internet gesehen? Vermutlich noch nie. Was bedeutet es also, dass man die Polizei nicht zufällig sichtbar im Netz sehen kann? Nach seiner Recherche ist gerade die deutsche Polizei online kaum sichtbar. Bezogen auf die Gesamtzahl der Beamten seien nur 0,6% der Ermittler im Netz präsent. So hätten Täter quasi freie Bahn, kaum Gefahr, erwischt zu werden. Unter deutschen Dächern. Während Mädchen das Internet eher über Social-Media-Apps kennenlernen, machen Jungs ihre ersten Online-Schritte meistens mit Computerspielen. Diese bestreiten sie oft auch mit virtuellen Mitspielern. Die Kommunikation läuft dabei nebenher über Chats. So können zum Beispiel Angriffstaktiken abgestimmt werden. Doch diese Mitspieler sind nicht immer Kinder, sondern häufig auch Erwachsene. Ohne dass es die Kinder wissen. Erwachsene, die die Annäherung an Kinder suchen, nutzen natürlich diese Möglichkeiten, haben ihre Strategie, ihre perfide Täterstrategie darauf ausgerichtet. Und deswegen kann es gut sein, dass auch Erwachsene schon 7- oder 8-Jährige, die online spielen, angroomen. Es ist ein oft nicht wahrgenommenes Problem, aber ein großes Problem für Kinder und Jugendliche. Wie dieses Ungroomen, also Anmachen, funktioniert, erklärt der Cyberkriminologe, selbst leidenschaftlicher Zocker. Das ist der Global Chat, das heißt, da chattest du mit Leuten im Prinzip aus allen Bereichen, mit denen du nicht weiter verknüpft wirst. Und das ist dann nochmal der Clan-Chat, das heißt, wenn man sich dann in einer Gruppe einfindet, kann man nochmal in der Gruppe chatten. So. Weil man miteinander spielt, entstehe unweigerlich ein Vertrauensverhältnis. So finden online wildfremde Menschen zusammen. Wie alt ein Teilnehmer dabei ist, wird nicht überprüft. Die Täter kommen ganz spielerisch an die Kinder. Häufig locken sie die ahnungslosen Opfer dann auf Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Kick, weil sie dort unbeobachtet weitermachen können. Das kann bedeuten, dass sie sich treffen wollen mit dem Kind, um dann einen physisch realen sexuellen Missbrauch, im Sinne, man ist in einem Hotel oder irgendwo, missbraucht das Kind. Oder man macht es über digitale Medien, dass man zum Beispiel möchte, dass das Kind einen Nacktbilder übersendet oder man selber vor der Webcam zum Beispiel masturbiert vor dem Kind oder in Erwartung, dass ein Kind gegenüber sitzt. Studien belegen, fast jedes 6. Kind wird im Chat eines Online-Spiels mit sexueller Kontaktanbahnung konfrontiert. Dass Täter Nacktbilder verlangen, passiere sehr häufig. Besonders kleine Jungs sind meistens völlig arglos. Die Neugierde ist groß, die Medienkompetenz aber noch nicht. Wie Jugendliche sich fühlen, die die Kontrolle über ihre eigenen Bilder verloren haben, das zeigt der Fall von Rebecca aus Berlin. Passiert ist ihr das alles mit 15, mitten in der Pubertät. Irgendwo, fern der Großstadt. Ich hatte damals mein erstes Reizwäscheset gekauft. Und das war so eine pinke Corsage mit String und Strapsen und Strümpfen. Und ich habe dann für meinen damaligen Freund, mit dem ich damals auch schon 2 Jahre etwa zusammen war, Fotos gemacht in seinem Kinderzimmer. 2 Mitschüler bekamen Wind davon. Sie nahmen Rebeccas Handy, luden sich die Bilder runter und sendeten sie weiter. Und dann sind diese Fotos quasi durch die ganze Schule gegangen und an andere Schulen. Und irgendwann freitags nach der Schule kam eine damalige Freundin zu mir und hat gesagt, weißt du was, jeder kennt jetzt deinen Arsch. Es kam noch schlimmer. Eine Freundin lud die Bilder sogar auf ihren Blog hoch.
So konnte plötzlich das ganze Internet die 15-Jährige halbnackt sehen. Ich war total überfordert und im Schock, weil ab da hatte ich komplett die Kontrolle verloren. Ich konnte gar nichts mehr machen. Ich wusste nicht, wer hat diese Fotos, wer hat diese Fotos jetzt gesehen? Haben meine Lehrer das gesehen? Haben irgendwelche pädophilen Täter das gesehen? Also es war kompletter Kontrollverlust. Bis heute weiß sie nicht, ob ihre Fotos womöglich auf irgendwelchen pädophilen Seiten im Internet kursieren. Was kann man tun, um Kinder vor sexueller Kontaktanbahnung im Internet zu schützen? Neben der Aufklärung über die Gefahren gibt es auch technische Lösungen. Diese beiden Jungunternehmer haben etwas entwickelt, das nach ihrer Aussage das Sicherheitsgefühl auch vieler Eltern erhöhen könnte. Patrick Schneider und Nikolai Erbs sind dabei, eine künstliche Intelligenz zu programmieren, die die Anbahnung sexueller Online-Kontakte erkennen soll. Dazu melden sie sich in Chaträumen an, die auch bei Kindern beliebt sind. Schau dir mal das hier an. Also das hier ist richtig gefährlich. Also ja. Hey, ich würde gerne mit dir Snapchatten. Genau, und jetzt wird es richtig gefährlich. Der fragt auch noch, ich würde dir auch was dafür schenken. Sie agieren in dem Chat mit einem vermeintlichen Kindernamen. Und der mutmaßlich erwachsene Chatpartner versucht, sie zu manipulieren. Ich sage erstmal, dass ich kein Snapchat habe. Und ich glaube, dass der darauf auf jeden Fall eine Lösung finden wird. Also Snapchat ist nur eine Möglichkeit, wie das funktionieren kann, aber es gibt noch viele andere, wie Skype. Die klassische Täterstrategie. Der Versuch, das Kind auf einen Messenger-Dienst zu lenken, um über diesen unbeobachtet weitermachen zu können. Erst Geschenke, jetzt Taschengeld. Also wir haben eigentlich nur in die Gruppe ein Hi geschrieben und haben dann gewartet, welche Anfragen überhaupt kommen. Und was wir innerhalb von wenigen Minuten bekommen haben, waren wirklich jede Menge private Anfragen von Leuten, die mit uns chatten wollten. Das waren ganz unterschiedliche Sachen. Ich bekomme jede Woche 12 Euro. Wobei, da würde ich auch schon an seiner Stelle etwas vorsichtig werden, weil das ist nicht ein Satz, den ein Kind normalerweise schreiben würde oder wie es normalerweise formulieren würde. Ja, aber Taschengeld, klar. Also welches Kind würde da sagen, nein, ich möchte kein Taschengeld haben? Auf diese Weise haben sie schon rund 30.000 solcher Chatnachrichten ausgewertet, um daraus einen Algorithmus zu entwickeln, der Kinder schützen soll. Und sie sammeln ständig weiter, um die künstliche Intelligenz zu verbessern. Die beiden haben Informatik studiert und Medienwissenschaften. Das Interessante daran ist, dass hier nicht ein einziges Mal von Sex die Rede war. Ne? Also wenn wir jetzt ein ganz, ganz naiv rangehen könnten, könnten wir sagen, okay, wie kann ich sexuelle Kommunikation unterbinden, indem ich eine Wortliste mache und sage, sobald Wörter wie Sex und auch ein paar andere Varianten drin vorkommen, gib einen Alarm aus. Was hier eigentlich passiert ist, es wird einfach über ganz normale Sachen gesprochen. Also wollen wir nicht über Snapchat schreiben. Das ist erstmal ja, ganz normal, machen Erwachsene auch. Und da ist es im Prinzip wichtig, dass der Algorithmus solche Sprachverläufe und solche Muster erkennt und sagen kann, hey, hier passiert was, was ein Kind auf den ersten Blick auch nicht erkennen kann, denn das wird ja alles nicht ausgesprochen. Der Informatiker Nikolai Erbs hat zum Thema Sprachverarbeitung promoviert. Die grundsätzliche Idee ist, dass Sprache extrem aussagekräftig ist. Das heißt, man kann sein psychologisches Profil durch die Sprache erkennbar machen. Und durch bestimmte Merkmale in der Sprache, wie sie Sprache verwenden, wird es ziemlich klar deutlich, was deren Absichten eigentlich sind. Und wir können mit dem maschinellen Lernverfahren genau diese Absichten erkennen und dadurch die Kinder besser schützen. Jede Nachricht schlüsseln sie auf und bewerten die einzelnen Elemente. Von grün, ungefährlich, bis rot, gefährlich. Bekäme ein Kind beim nächsten Chat als gefährlich bewertete Texte, schlüge der Algorithmus Alarm. Alarmschlagen bedeutet immer, dass das Kind eine Nachricht bekommt, also eine Warnung eigentlich. Und wenn die Unterhaltung genauso weitergeht und weiter gefährlich bleibt, dann wird sogar die gesamte Unterhaltung gesperrt. Die Eltern werden dabei auch informiert, sodass die Eltern dann direkt agieren können. Den Algorithmus verkaufen sie schon als App für Kinderhandys. Doch sie haben noch mehr vor mit ihrer Erfindung. Die Psychologin Julia von Weiler bildet nicht nur Lehrer und Eltern fort, sondern sie berät auch Betroffene.
Immer häufiger sitzen an diesem kleinen Tisch auch Kinder, die über das Internet sexuelle Gewalt erfahren haben. In ihrer Gutmütigkeit, sagt die Expertin, erahnten sie häufig lange nicht, dass Täter sie ganz gezielt manipulieren. Die digitale Beziehungsgestaltung ist oft schon relativ weit vorangeschritten, bevor ich als Kind oder Jugendlicher merke, hier läuft was richtig schief. Und dann fühle ich mich schon sehr eingefangen und habe es ganz schwer, mich daraus zu lösen und fühle mich vor allen Dingen, das erzählen uns die meisten betroffenen Kinder und Jugendlichen, total selbstverantwortlich für das, was da passiert ist. Und es fällt mir nicht leicht zu verstehen, dass das bereits Teil der Manipulation war. Die Folge? Betroffene fühlen sich schuldig und trauen sich oft nicht, über das Erlebte zu sprechen. So ist es auch Rebecca lange Zeit gegangen. Heute kann sie Kollegen davon erzählen, wie es war, als jeder ihre intimen Bilder im Internet sehen konnte. Doch damals, mit 15? Es war insofern schlimm, als dass ich halt damit dann zu meinen Eltern gehen musste. Also nicht nur mit der Tatsache, so ich habe die Kontrolle verloren, sondern auch mit den Bildern, weil die waren ja online. Und ich musste meinem Vater dann zeigen, was da los ist. Und mein Vater hat Bilder von mir in Strapse gesehen. Das war unglaublich unangenehm und peinlich. Obwohl ihre Mitschüler damals die Fotos heimlich verbreitet und sogar ins Netz gestellt haben, wurden im Schulunterricht nicht etwa die Täter bestraft. Und die Lehrerin hat gesagt, dass das Mädchen, also ich, so ein bisschen selber schuld daran sei, dass ihr sowas passiert ist. Weil man solle halt keine Fotos von sich so nehmen. Daraufhin hat sich das dann bei mir so ein bisschen auch als Wahrheit quasi in meinem Kopf installiert. Und es war dann so, vielleicht bin ich selber schuld. So dachte sie jahrelang, sagt sie. Auch weil es in der Gesellschaft ein weit verbreitetes Denkmuster ist. Rebecca ist heute Jungautorin beim Online-Portal Weiß. Hier hat sie ihre Geschichte veröffentlicht. Es war ein sehr wichtiger Schritt, um dieses Ganze, was mir passiert ist, zu verarbeiten und auch so ein bisschen dieses Rollenbild wiederherzustellen, dass nicht ich Täterin bin, sondern dass ich eigentlich Betroffene bin. Und der Täter ist dann so außen vor. Die Politiker, so scheint es, haben die Probleme erkannt. Im Koalitionsvertrag kündigt die Bundesregierung sehr allgemein die konsequente Verfolgung pädokrimineller Täter an, die im Netz aktiv sind. Und weiter heißt es, wir dämmen Interaktionsrisiken ein, zum Beispiel bei Chatfunktionen. Für die Belange der Digitalisierung hat die Bundesregierung eine eigene Staatsministerin benannt, Dorothee Bär von der CSU. Sie gibt sich gern als forsche Macherin, die Deutschland digital voranbringen will. Wir wollten von ihr wissen, wie sie die Schattenseiten der Digitalisierung bekämpfen will, so wie es im Koalitionsvertrag angekündigt ist. Auf unsere wiederholte Interviewanfrage ließ sie über ihren Sprecher ausrichten, leider ist es ihr aus terminlichen Gründen nicht möglich, ihrem Wunsch zu entsprechen. Diesen Menschen hier hat die Digitalisierungsministerin von der CSU zugesagt, sich für sie einzusetzen. Das Branchentreffen der deutschen Computerspielindustrie. Die Games Week in Berlin. Die Bundesregierung hat den Unternehmen im Koalitionsvertrag eine eigene Games-Förderung zugesagt. Für die Umsetzung zuständig Dorothee Bär. Mit ihrem persönlichen Grußwort zum Computerspielpreis 2018 zeigt sie ihre Haltung zu Computerspielen. Sie sind Hobby, Kultur, Gut, Zeitvertreib und Wirtschaftsfaktor. Deutsche Spieleentwickler bringen mit ihrer Kreativität unsere Kultur voran. Und mit ihrem technischen Know-how sorgen sie für eine bessere, spannendere Digitalisierung in Deutschland. Bei der Games Week mittendrin Felix Falk, der Geschäftsführer des mächtigen Game-Verbandes. Der Netzwerker hat früher als Büroleiter im Deutschen Bundestag gearbeitet, ist dann in die Industrie gewechselt und gilt heute als einflussreicher Lobbyist der Spielebranche. Hallo, wir haben gesagt, wir bleiben stehen, das ist dynamischer. Ja, gerne. Hallo. Ja, lass uns über die Entwicklung des Spielmarkts in Deutschland sprechen. Wir haben die 3 Milliarden Euro Grenze geknackt. 3,3 Milliarden Euro.
Beklatscht euch selbst, sehr gut. 3,3 Milliarden Euro Umsatz insgesamt in Deutschland, ist mehr als Musik und Kino zusammen. 3,3 Milliarden Euro Umsatz im vergangenen Jahr, auch dank der kindlichen Kundschaft. Aber was tut die Branche gegen die sexuelle Kontaktanbahnung durch erwachsene Täter, das sogenannte Cybergrooming? Das Thema Cybergrooming spielt im Gaming nicht so eine starke Rolle, ist eher ein Phänomen, was wir aus sozialen Medien kennen. Bei Spielen geht es um das Spielerlebnis, um die Spielerfahrung, die soll möglichst positiv sein. Und deswegen ist Grooming und diese Phänomene bei Spielen eigentlich nicht wirklich ein Thema. Nicht wirklich ein Thema? Diese These hört man häufiger, wenn man sich mit PR-Leuten der Branche unterhält. Aber was sagen die Spielemacher dazu? Auf der Games Week in Berlin präsentieren unabhängige Entwickler ihre Ideen. Was sagen Sie zu der These, dass Cybergrooming kein Thema sei in Online-Spielen? Da sehe ich ein großes Problem. Ich habe selber auch Kinder und ich versuche, die dafür zu sensibilisieren. Klar gibt es das, wie so oft im Netz. Und es ist natürlich ein Problem. Es gibt Schutzmechanismen, auf die die Branchensprecher immer hinweisen. Wie zum Beispiel Moderatoren in den Chats der Spiele, also eine Art Diskussionsleiter. Das heißt, im Prinzip können Sie als Spielebetreiber sagen, es passiert auch hin und wieder, wer von meinen Spielern hat denn eigentlich Lust, hier jetzt Moderator zu machen? Und wer will denn Ansprechpartner theoretisch sein, wenn jemand zum Beispiel von einem sexuellen Kontaktanbahnung berichtet oder wenn irgendjemand mit Hate Speech konfrontiert wird? Etwas, was man eigentlich sehr komisch findet, dass gerade in dem Programm, wo Kinder und Jugendliche sind, die Moderatoren überhaupt keiner staatlichen Zertifizierung oder etwas Ähnlichem unterliegen. Gut ausgebildete Moderatoren wären deutlich teurer, sagen Fachleute. Auf der Spielemesse präsentieren sich auch Hochschulen für Spieledesign, also Ausbilder für die Branche. Warum, glauben Sie, wird nicht aktiver gegen Cybergrooming vorgegangen? Das ist ja auch immer ein Kostenfaktor. Und solange es nicht passiert, gilt ja für viele Dinge in unserem Leben. Erst wenn es passiert, merkt man, okay, man sollte sich da mehr drum kümmern. Ist vielleicht, ich kann jetzt nicht für die ganzen Firmen sprechen, aber so aus meiner Erfahrung ist wahrscheinlich nicht bei allen Firmen so auf dem Schirm, wie es vielleicht sein sollte. Und warum Kostenfaktor? Das muss ja irgendwas entwickelt werden oder eben Fachleute drauf ansetzen, die natürlich Fachleute Geld kosten, klar, dann irgendwie auch Geld verschlingen. Die Games-Branche freut sich, weil die Bundesregierung den Spieleentwicklern nun tatsächlich die angekündigte Förderung zugesagt hat. 50 Millionen Euro aus Steuermitteln. Von einer konkreten Bedingung, dabei auch den Kinderschutz zu verbessern, ist allerdings nichts zu hören. Dabei gäbe es doch schon einen Lösungsansatz, sagen Sie. Zum Beispiel den Algorithmus, der Cybergrooming-Versuche entschlüsseln kann. Patrick Schneider und Nikolai Erbs berichten, dass sie ihre Erfindung schon großen Anbietern der Online-Spieleindustrie vorgestellt haben. Vergeblich. Man muss auch dazu einfach sagen, dass die Gaming-Industrie ist eine gigantische Industrie. Also das ist wirklich so größer als die Fernsehindustrie. Und wer zockt, das sind Kinder. Viele Kinder. Natürlich zocken alle. Aber wenn jetzt auf einmal heißt, es ist nicht mehr sicher, eure Kinder spielen zu lassen, und da fällt eine riesengroße Gruppe weg von Leuten, die in jungen Jahren anfangen zu spielen, dann hat diese Branche ein Riesenproblem. Kinderschutz als Umsatzrisiko? Die Lobby der Games-Branche hält die vorhandenen Sicherheitsmechanismen für ausreichend. So wird auch auf die Altersbeschränkungen verwiesen, also ab wann ein Kind ein Spiel haben darf. Jetzt halten sich die Eltern an die Regeln und sagen, ein Spiel ab 0 oder ein Programm ab 0 oder ab 6 Jahren durch einen deutschen Jugendmedienschutz freigegeben, bedeutet doch für mich vermutlich, dass da kein Risiko drin ist. Und das stimmt aber halt nicht. Das stimmt, dass da keine Gewalt und Pornografie zu sehen ist, aber der Mitspieler kann ein Problem sein. Gold. Ich habe Gold. Altersbeschränkungen reichen also nicht aus, wenn Täter trotzdem keine Sorge haben müssen, entdeckt zu werden bei der Kontaktanbahnung. Dabei gibt es Ideen, die helfen könnten, das Online-Spiel für Kinder sicherer zu machen. Ideen, die aus Gesprächen mit Tätern stammen. Eine Identifikation, egal wo ich mich im Internet bewege, was natürlich sehr viele Datenschützer auf die Palme bringen wird, das ist wie ein Autokennzeichen, ne? Wenn ich mich im Straßenverkehr bewege, das wäre das, was tatsächlich abschrecken würde. Wirklich abschrecken würde. Deutschland? Knapp 9 Jahre nach dem Aufschrei über die Missbrauchsfälle an Canisius-Kolleg und Odenwaldschule. Seit damals gibt es das Amt des unabhängigen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung. Regelmäßig lädt Johannes Wilhelm Röhrig Experten ein.
Er nutzt ihr Fachwissen, um verbesserte Gesetze für Kinder und Jugendliche zu fordern. Zum Beispiel beim Jugendmedienschutzstaatsvertrag, also dem Gesetzeswerk, mit dem die Betreiber von Online-Spielen zu mehr Kinderschutz verpflichtet werden könnten. Es ist so, dass Kinder- und Jugendschutz im Internet derzeit nicht stattfindet. Und die jetzigen gesetzlichen Regelungen, zum Beispiel der Jugendmedienschutzstaatsvertrag, der stammt aus dem Jahr 2003, der ist der tatsächlichen Entwicklung inzwischen Jahrzehnte hinterher. Und hier ist dringender Handlungsbedarf geboten. Was tatsächlich getan wird von der Großen Koalition, zeigen aus Sicht der Kritiker die Hintergründe zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das hat der damalige Justizminister Heiko Maas eingebracht. Es richtet sich gegen Beschimpfungen in den sozialen Netzwerken und verpflichtet Betreiber zum Melden und Löschen verleumderischer und hetzerischer Aussagen. Damit das Internet nicht länger ein rechtsfreier Raum bleibt, müssen wir Recht und Gesetz auch endlich im Netz durchsetzen. Im Referentenentwurf hieß es noch, dieses Gesetz gilt für Telemediendiensteanbieter mit Gewinnerzielungsabsicht. Das sind auch Betreiber von Online-Spielen. Wenn man sie drinnen gelassen hätte, dann hätten nämlich die Spielebetreiber sich fragen müssen, wie kann man denn dann diese geschulten Moderatoren, die das Programm nämlich vorsieht, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat drin, dass es geschulte Moderatoren geben muss. Wie kann man denn das für Spiele umsetzen? Doch dann ein Änderungsvorschlag. Plötzlich hieß es, Online-Spiele fallen nicht in den Anwendungsbereich. Sie wurden also herausgestrichen. Auf Druck der Games-Branche. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz war eine ganz spannende Diskussion, weil zunächst erstmal alle umfassend da auch Games mit drin waren. Und dann konnten wir sehr deutlich machen und auch das Ministerium hat verstanden, dass es eigentlich kein Phänomen ist, was bei Games eine Rolle spielt. Dadurch, dass es der Spieleindustrie gelungen ist, sich beim Netzdurchsetzungsgesetz charmant vom Acker zu machen, haben es betroffene Kinder und Jugendliche natürlich schwerer, dort auch Hilfe zu finden, weil gewisse Standards nicht eingezogen werden. Das ist so. Verantwortlich für dieses Gesetz war das Justizministerium. Wir hätten gern mit Ministerin Katharina Barley gesprochen. Doch auch sie lässt trotz mehrfacher Nachfrage mitteilen, leider können wir ein Interview mit Bundesjustizministerin Barley nicht anbieten. Es gibt also beim Schutz unserer Kinder im Netz zahlreiche gesetzliche Lücken. Die Politiker erklären nicht, wie sie diese schließen wollen, sondern ducken sich weg. Die Industrie tut von sich aus nicht genug. So bleibt nur eines. Medienkompetenz der Eltern ist der wichtigste Faktor, um Kinder vor Straftaten im Internet zu schützen. Und dort muss man eins sagen, dort müssen halt Eltern die Ansprechpartner der Kinder werden und nicht die Kinder die Ansprechpartner der Eltern. Dass man weiß, wie Instagram funktioniert, dass man Snapchat funktioniert, dass man weiß, wie Musical.ly funktioniert, dass man die Online-Spiele versteht. Dann kann man auf einem ganz anderen Niveau mit seinen Kindern reden. So versteht man auch besser, wie und wo ein Kind online in Not geraten kann. Und wann es unsere Hilfe braucht.